Ex-Dynamo Dresden Capolimi hatte den K-Block im Rudolf-Habich-Stadion bei Fußballspielen fest im Griff. Als Vorsänger für gute Stadionstimmung waren zwei Dinge wichtig: Megafon und die Kunst, die Fans anzuheizen. Heute gehört eine Kiste mit Gemüse und gesunden Essen zu Lemis Mittel der Wahl. Mittagsversorgung hatte ich die ganze Zeit gehabt, im öffentlichen Dienst jetzt. Und habe ich einfach probiert, mich dann versucht mal, mich mal selber zu verwirklichen, weil dann kann ich auch machen, was ich so ein bisschen will und Bock habe. Sieht ganz gut aus, kommt gut an, zumindest in der Familie. Und von daher, warum das dann nicht mal eine Nummer größer fahren? Vor 3 Jahren verkündet der selbsternannte Capo, was im Italienischen so viel wie anführender Kopf bedeutet, seinen Rücktritt. In seinem Buch berichtet Lemi über dynamische Erlebnisse, Spiele und Menschen, die ihn prägten. Nun kniet er sich in neue Projekte und macht sich mitten im harten Corona-Lockdown mit seiner Gastrofirma Lemüse selbstständig. Also eigentlich haben 90% gesagt, bist du nicht ganz dicht. Wenn alles normal läuft und alles entspannt läuft, können sich ganz, ganz viele Leute selbstständig machen und gründen. Und ich gehe da immer, eigentlich bin ich immer schon einen anderen Weg gegangen. Und ich denke, das war für mich ein riesengroßer Schritt, den ich da gegangen bin, der auch nie unbedingt ungefährlich ist. Natürlich wenn es nie aufgeht, fängst du dann wieder von vorne an. Aber ich bin da absolut zuversichtlich, motiviert. Grün, gesund, gut. Dynamos Ex-Capo will die ganze Stadt mit Mittag versorgen und damit eine frische Alternative zur gewöhnlichen Essensversorgung schaffen. Also vegetarisch und vegan, ich muss ehrlich sagen, dass zu Hause ist die Frau Vegetarierin. Und dann habe ich vor einem Jahr ungefähr angefangen umzustellen, halt zu Hause zu kochen, weil sonst wird es natürlich schwierig. Und seitdem, muss ich sagen, ist ein Fundus an Gerichten zusammengekommen. Und dann habe ich das genommen und habe gesagt, okay, alles klar, los geht's, jetzt machen wir das mal. Anfang März soll Lemis neues Gastroprojekt offiziell an den Start gehen, ausgehend vom Rudolf-Habich-Stadion. Und hier wünscht er sich natürlich auch bald wieder spannende Fußballspiele und Fans im Stadion.